Ja, zu Ala Foods. Mit eindeutigen Aussagen konfrontierten Molkereibeschäftigte gestern vor der Mehrzweckhalle in Waltenhofen die Bauern vor der endgültigen Generalabstimmung. Den Verantwortlichen war die Unsicherheit nach der letzten Abstimmung vor 2 Wochen deutlich anzumerken. Offen zeigen wollte das aber keiner. Also ich bin positiv eingestellt. Ich bin überzeugt, die Bauern zeigen Stärke. Und ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis herbringen. Sie sehen ja hinter mir, die Mitarbeiter, alle kämpfen, wirklich die ganze Mannschaft kämpft, die Betriebe kämpfen, die gutmeinenden Bauern und die 5 Genossenschaften, die hier anwesend sind oder ihre Meinung kundtun, werden die Bergbauern auch überzeugen, überwältigend mit Ja zu stimmen. Davon gehe ich jetzt aus. 22 Uhr, die Abstimmung beginnt, Aufnahmen unerwünscht. Zu hoch war die Anspannung, die Angst einer erneuten Absage. Ebenso groß war aber auch die Erleichterung, als das Ergebnis feststand. Mit 814 Ja-Stimmen sprachen sich die Genossen für eine Übernahme aus. Das entspricht 80,3%, also deutlich über der erforderlichen 75%-Hürde. Die Gegenstimmen kamen insgesamt auf 200. Eine Stimme war ungültig, 11 Genossen enthielten sich. Wir sind nämlich dort, wo wir eigentlich immer hin wollten. Wir haben ein Angebot, was letztendlich uns den Schuldenberg nimmt, was uns einen sicheren Milchpreis bietet und was letztendlich auch einen starken Vermarktungspartner für die Zukunft sicherstellt. In den nächsten Tagen sollen nun die Verträge notariell beglaubigt werden. Dann müssten die Brüsseler Behörden die Übernahme noch bestätigen. Unmittelbar danach will Ala sofort loslegen. Wir werden jetzt morgen erstmal Milchgeld ausbezahlen können. Das ist ja für alle Milcherzeuger ein Riesenschritt. Wir werden dann die Übernahmebedingungen von Ala Foods erfüllen. Das heißt, Verträge vollends fertig machen, die ganzen Aufgaben erfüllen, die es mit Banken noch gibt und die letztendlich zu der Übernahme führen. Das wird sehr schnell gehen, innerhalb der nächsten 2 Wochen. Und dann kann Ala Foods ab 1. Oktober letztendlich das Regiment übernehmen. Bei vielen Bauern im Saal herrschte große Erleichterung darüber, dass die Insolvenz abgewendet wurde. Doch nicht bei allen stieß das Ergebnis auf Zustimmung. Sofort nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses legten die Gegner Widerspruch ein. Ich glaube, wir haben das dieses Mal so intensiv vorbereitet und so abgesichert, dass Widersprüche sicherlich ohne Grundlagen sind. Ob der Widerspruch Erfolg haben wird, ist fraglich. Fest steht nur, dass mit der Übernahme über 2000 Beteiligte vor der Insolvenz gerettet wurden.